Die nächste Frage kommt vom Herrn Neuhauser. Und der Herr Neuhauser, da wechseln wir wieder, zwar nicht ganz das Thema, weil es ja Gesundheit auch betrifft, aber hätte eine Frage zu den Gemeindeärzten. Plötzlich wurde der Gemeindearzt abgeschafft. Und dazu ist meine Frage, wann werden endlich wieder Gemeindeärzte verpflichtend eingeführt? Der jetzige Zustand mit einem Werkvertrag spottet jeder Beschreibung. Jungärzte und Ärztinnen sollen die Versorgung der Bevölkerung, besonders am Land, garantieren. Für die Tätigkeit als quasi Gemeindearzt bekommen sie laut Werkvertrag Geld, wenn zum Beispiel eine Leichenbeschau, Schuluntersuchungen usw. anfallen. Keine Leichenbeschau, keine Schuluntersuchungen, kein Geld. Als Gemeindeärzte hatten die Ärzte wenigstens ein, wenn auch niedriges, Grundeinkommen und waren versichert. Hier ist die Politik gefordert, weil die Politik hat das Gemeindearzt damals abgeschafft. Es waren die Gemeinden, die gesagt haben, wir brauchen keine Gemeindeärzte mehr, weil es für die Gemeinden so teuer war vom Grundsalär, dass sie gesagt haben, ja, für den Gemeinden kommt das günstiger, wenn sie sagen, da mache ich eine Schuluntersuchung, da mache ich Leichenbeschau und wir zahlen dann pro Tätigkeit. Das heißt, das war der Wunsch der Gemeinden, die gesagt haben, eigentlich zahlen wir da was, wo wir nicht zuständig sind, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, entscheidend ist die Versorgung direkt vor Ort. Und da haben wir Gott sei Dank ein gutes Netz an Kassenärzten. Und um das nach wie vor noch zu verbessern, sind wir ja auch dabei, sogenannte Gesundheitszentren zu schaffen. Und gerade im Bereich der Gesundheitszentren ist das auch gesetzlich bereits verankert, dass die diese Tätigkeit wie Leichenbeschau machen müssen. Was den gesamten Bereich Schuluntersuchungen betrifft, der Schulkinder, versucht man jetzt auch eine neue Systematik zu finden zwischen dem Finanzministerium und dem Gesundheitsministerium, das auch neu und noch besser aufzusetzen. Und wenn es ja wirklich einmal einen Engpass gibt, sage ich einmal, bei praktischen Ärzten, haben wir ja auch eine kurzfristige Maßnahme gesetzt und auch eine langfristige. Die kurzfristige ist, dass wir dort, wo ein Gemeindearzt oder ein praktischer Arzt fehlt, dass wir einspringen mit unseren Kliniken, mit der Landarztgarantie. Das können wir kurzfristig und vorübergehend machen, weil halt der Kassa ist, der Sozialversicherung nicht gelingt, diese Stelle zu besetzen. Und natürlich die langfristige ist, dass wir halt mehr Ärzte brauchen und das haben wir. Auch stehen wir auch auf eigenen Beinen mit der Karl-Landsteiner-Universität, wo wir den Schwerpunkt da setzen, Ausbildung von praktischen Ärzten, um das auch wirklich also flächendeckend da garantieren zu können. Ja, Sie haben jetzt genau das erwähnt, wenn die Zentren nachher die Leichenbeschau machen, fällt für diese Gemeindeärzte, also die praktischen Ärzte in kleinen Gemeinden, wieder ein Einkommen weg. Haben die wieder weniger. Also warum soll ein Jungarzt oder eine Jungärztin noch diese Stelle anstreben? Ist das für Sie wichtiger, dass sie in einer Stadt das bekommt? Herr Neuhauser. Was haben wir? Es hat sich einfach das Berufsbild und das Berufsbild eines Landarztes, praktischen Arztes und vor allem auch die Anliegen der Ärzte verändert. Wir haben bei den Ärzten die Situation, vor allem bei den praktischen Ärztinnen, dass wir in erster Linie Frauen haben. Und die Frauen sagen, ich mag nicht eine Kassenpraxis alleine haben, weil ich möchte geregelte Arbeitszeiten haben. Ich möchte die sogenannte Work-Life-Balance, wie es jetzt da so schön auf Neudeutsch heißt. Und deswegen sind auch diese Gesundheitszentren, glaube ich, eine wichtige Geschichte, wo ich nicht nur praktische Ärzte habe, sondern auch vorgelagerte und nachgelagerte Gesundheitsdienstleister, ja? Wo ich dann auch längere Öffnungszeiten für die Bevölkerung garantieren kann. Und dort, wo ich die Gesundheitszentren nicht habe, gibt es auch die Möglichkeit, dass ich die zu Netzwerken zusammenspannen, also selber. Aber ich glaube, wir müssen schon mit der Zeit gehen und sagen, okay, es mag keiner mehr von Montag bis Sonntag am Abend rund um die Uhr zur Verfügung stehen, sondern ich sage, ich will meine Familie auch vereinbaren und sage, okay, ich bin eine berufstätige Ärztin und Familienmutter, ich möchte wissen, dass ich von Montag bis Mittwoch arbeite, von weiß ich nicht, 8 bis 4 und am Donnerstag, Freitag übernimmt dieser Kollege und am Wochenende teilen wir das. Deswegen müssen wir da schon auch agieren auf neue Befindlichkeiten und neue Wünsche auch der Ärzte.
Also das, ich kenne viele Ärzte und weiß die Probleme, also die Wünsche habe ich eigentlich von wenigen gehört. Es ist halt nur, mir fällt auf, es werden weniger Schuluntersuchungen gemacht, es werden weniger Impfungen gemacht von den Gemeinden, weil sie eben das Geld ersparen wollen. Früher war das automatisch, der Gemeindearzt hat es gemacht, das war in seiner Pauschalsumme drinnen und die Sache war erledigt. Jetzt fehlt das. Also da sind wir schon, wir haben ja gerade Initiativen mit unserer Initiative Gesünder Leben tut gut, wo wir auch ganz viele Schulaktionen, wo wir sind jetzt ein Pilotprojekt im Bereich elektronischer Impfpass, wo wir eben zum Impfen auffordern, wo wir das dann elektronisch eintragen, wo wir das dann auch genau bei den Schulen dann wieder kanalisieren können. Das heißt, da sind wir schon am richtigen Weg. Es geht halt auch dort, die Zeit dreht sich und verändert sich. Aber, ich hoffe, aber schauen Sie, wichtig ist für uns die flächendeckende Versorgung, dass wir das garantieren können. Und das müssen wir halt machen mit einem Netz an Ärzten, mit Gesundheitszentren, mit Einzelpraxen. Es wird alles sich entwickeln und natürlich auch mit den Kliniken entscheidend ist, dass die Leute zu ihren Leistungen kommen. Ich hoffe nachher, es gibt die Möglichkeit bei den Zentren, dass von den kleinen Gemeinden Transportmöglichkeiten geschaffen werden, dass die Leute auch in diese Zentren kommen. Um das geht es ja. Das Zentren ist ja sehr gut, aber ich weiß von Erfahrung, wenn wir jetzt zum Beispiel im Bezirk Mödling haben, momentan die Spielerei im Krankenhaus Mödling. Wenn du einen Unfall hast, wirst du von Mödling nach Baden transportiert. Weil es halt unterschiedliche Schwerpunkte. Ja, aber du bist nicht einmal gescheit erst versorgt in Mödling. Das ist das Problem. Dann würde ich Sie bitten, das ist mir neu, dann würde ich Sie bitten, mir diesen konkreten Fall zu nennen. Gerne. Bitte nennen Sie mir den konkreten Fall, dann gehen wir der Sache nach. Ja? Ich werde es Ihnen schon sehen. Ja, bitte. Ganz weil da gehen wir der Sache nach. Weil da haben wir schon eine Patientenzufriedenheit von über 90%, sprich Note von 1 bis 2. Und da geht es mir schon darum, sollte es so einen Fall geben, werden wir diesem Fall nachgehen. Also bitte und darum. Bitte uns auch geben, weil ja, ich bin auch gut. Gern bereit, dass man in die Bezirksblätter, genau wenn so irgendwas wäre, jederzeit bitte aber bei uns melden. Und nennen Sie uns einen konkreten Namen und wann das war, dann gehen wir der Sache nach. Ja?